Prinzessin Kate, trotz erstem Auftritt. Die schwerste Zeit liegt noch von ihr. Tapfer kehrt sie zurück ins Rampenlicht. Auch wenn Prinzessin Kate lächelt, es ist nicht ihr ganzes herzliches Lachen, das sie in diesen Stunden zeigt. Sie weiß nur zu gut, die schwerste Zeit fängt gerade erst an. Prinzessin Kate, nervös vor ihrem Auftritt. Im Lauf der Chemotherapie wechseln sich gute und schlechte Phasen ab. Manchmal dauern letztere länger. Plötzlich beginnen einzelne Haarsträhnen auszufallen, einige Frauen verlieren die ganze Haarpracht. Das Schicksal soll es an diesem Tag gut mit Prinzessin Kate, 42, meinen. Und doch ist sie nervös, als sie in den Bentley steigt, um an der legendären Trooping de Color Parade zu Ehren von König Charles III., 75, teilzunehmen. Körpersprachenexperte, Karte zeigt Spielgesicht. Sie weiß, sämtliche Augen sind auf sie gerichtet. Sie möchten unbedingt Stärke zeigen. Schon allein ihren Kindern zuliebe. George, Charlotte und Louis sollen an diesem Tag nicht allein sein und sich nicht um ihre Mama sorgen müssen. Zeitweile gelingt dies der gute Laune Prinzessin ganz gut. Laut einem Experten für Körpersprache setzt die krebskranke Karte aber immer wieder ihr Spielgesicht auf, um zu bestehen. In der Tat wirkt sie in kurzen Momenten stoisch. Bereits auf dem gemeinsamen Weg zur Zeremonie mit ihrem Ehemann Prinz William, 41, zeigt sie ein maskenhaftes Lächeln. Als sie später im Palast aus dem Fenster schaut, muss ihr ein Stuhl gebracht werden, denn so sehr die pflichtbewusste Prinzessin um Haltung bemüht ist. Sie muss sich eingestehen, dass sie durch die angeschlagen ist. Die Genesung braucht wohl viel Zeit.